Mir bedeutet das Projekt total viel. Endlich, wo ich als Junge schon immer dachte, einmal im Rennwagen sitzen, einmal richtig Gas geben mit dem Auto, einmal mich einfach ja, unbegrenzt fühlen. Wie können wir unser Leben eigentlich so leben, dass wir uns nicht selber einschränken? Das ist, glaube ich, das, was wir mit diesem Projekt jetzt zeigen können. Hey, es ist unheimlich viel möglich, wenn wir uns es selber zutrauen. Also ich glaube, es ist völlig egal, was wir bauen oder was wir umsetzen oder was wir tun im Leben, wie auch immer. Ich glaube, dieses Mindset, immer weiter zu wollen, immer nach Lösungen zu suchen, sich nicht einschränken zu lassen, nicht in Ausreden zu verfallen. Ich kann natürlich auch die Ausrede finden, ich habe keine Arme und Beine. Das ist die Master-Ausrede für alles. Ja. Die könnte ich natürlich finden und dann würde ich zu Hause sitzen und würde nichts tun. Die Frage ist ja, was will ich eigentlich vom Leben? Dieses Mindset zu entwickeln, hey, lass es mich doch mal versuchen. Und da steht Paravan für mich in allererster Linie, weil es wird hier vorgelebt, es wird durch die Bank durchgelebt und alle sind wirklich in diesem Denken drin, hey, wir probieren das mal aus. Wir haben es damals geschafft, dass er Auto fahren kann, warum soll man es nicht schaffen, dass er auch Rinder fahren kann? Der Joystick ist natürlich das A und O. Ja. Damit gebe ich Gas, damit bremse ich, damit lenke ich. Ich darf nicht den Kontakt verlieren oder irgendwas, weil das wäre wirklich tödlich. Ja. Er muss sich wohlfühlen im Auto, wohl und sicher. Und das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Und wenn die da ist, dann fangen wir an mit den technischen Details. Das ist für ihn ja noch mal eine ganz andere Herausforderung, sowas zu erreichen. Und wenn so ein Mann so Träume hat, dann gibt es heute ja Technologie und man muss einfach anpacken. Und so geht nicht, gibt's nicht. In dem Motto leben wir natürlich. Gut, ich bin bereit. Joystick passt so? Joystick passt. Okay, dann schneide ich jetzt mal an. Ich sehe die Technik, die mich umgibt, als Mittel auch, damit ich in Anführungsstrichen normaler werde. Ja? Also ich habe eigentlich die Vision von einer Welt, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einem Unterschied führen. Bremse. Okay, Sie stehen scharf. Seine Einschränkung, was er hat, das ist ja eine riesige Herausforderung eigentlich. Und so jemand natürlich etwas auf den Weg zum geben und etwas zum bauen, wo er ganz neue Chancen sieht und auch für sich eine Chance sieht, ist für uns die Herausforderung überhaupt. Das macht uns auch Spaß. Und für mich sowieso als Motorsportler, jemand wie im Janis das möglich zu machen, ist eigentlich das Beste. Ich bin ein bisschen nervös, ja. Und ein bisschen gespannt, aber auch, ja, auch sehr freudig. Also ich bin mal gespannt, wie schnell wir das Auto da jetzt auf die Geschwindigkeit kriegen. Jo, wir haben die 200er-Marke geknackt, das war mega. 205 haben wir geschafft. Das war der Hammer. Wie fühlt sich das an? Geil.
Geil. Einfach wie die, also wie pure Freiheit, wie pure Unbegrenztheit, einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, da kann man einfach alles vergessen dabei. Es ist einfach wirklich, das ist Wahnsinn. Also, ich meine, die letzten Tage, wo wir die Testfahrten gemacht haben, da hat ja auch niemand so wirklich zugeguckt. Aber heute gucken ja dann irgendwie auch Leute zu. Es ist irgendwie ein bisschen mehr Action und Bernd Schneider als Rennlegende fährt ja auch irgendwie vorneweg. Da bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin alles gefahren, aber ich hätte nie geglaubt, dass man ein Auto mal nur mit dem Joystick bewegen kann. Wahnsinn. Die Jungs sind schon heiß. Ich fahre nicht ganz nach innen und versuche mit mehr Schwung rauszukommen aus der Sachskurve. Guck mal, hier kannst du außen kommen, genau, wieder mitnehmen. Und hier innen cuttet man ein bisschen. Da fährt man einfach weniger Weg auch, wenn man den linken Korb mit einbezieht. Der ist nicht nur einfach gefahren, der ist perfekt die Ideallinie gefahren. Ich habe ihm genau gesagt, von wo nach wo, einlenken, Scheitelpunkt, und hat es perfekt gemacht. Also das war Gänsehaut im Auto für mich. So langsam fängt es an, Spaß zu machen. Jetzt wird's cool. Also aber ganz am Anfang musste ich mich noch ein bisschen konzentrieren irgendwie. Da kam der Spaß noch nicht so richtig durch. Aber so nach der fünften, sechsten Runde, da fängt es dann an. Jetzt finde ich es cool. Das ist unglaublich, der Hut ab vor dem Jens, was er da leistet. Und auch natürlich, was das Team Paravan leistet, das überhaupt möglich zu machen. Ja, also heute ist wirklich ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung gegangen. Mir fehlen noch die Worte dafür und überhaupt, ich muss es erstmal noch begreifen, was eigentlich jetzt wirklich passiert ist. Aber ich kann einen Haken dran machen. Ich bin mit dem Joystick Rennwagen gefahren auf dem Hockenheimring. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal noch ein herzliches Dankeschön an Schaeffler, Paravan, auch vor allem aber im Speziellen an Roland Arnold, der immer daran geglaubt hat, der ja einfach Lösungen gefunden hat und das mit mir gemeinsam hier umgesetzt hat. Ich bin total geflasht, ich bin total begeistert. Jetzt ist es auch schon dunkel, wir machen jetzt auch hier das Licht aus, aber ich bin mir sicher, wir sehen uns.